Helge Schneider, man merkt am Applaus, dass sich wirklich keine Sau kennt hier in Timmendorf. Ja? Stört dich das? Nö, nö, nö. Ist egal eigentlich. Ja. So. Ist aber schön hier auch. Findest du? Und ja, draußen. Was ist draußen schön? Das Meer. Das ist so schön, das Meer. Ja, du kannst noch mehr davon haben, wenn du gleich rausgehst. Ja? Ja. Mehr. Hm? Toller Karlauer, ne? Helge Schneider, Susi Müller, Stefan Remmler. Das ist doch eine Besetzung, nicht? Ja? Und Karl Dahl. Ja, ja genau. Ja. Richtig. Helge, so wie du jetzt gerade dich gibst, so bist du, nicht? Ja, nein, also eigentlich. Was willst du, was trinken, oder wie? Ja. Brauchst du nur sagen, da kommt unser Bunny. Ja. Kann ich auch was zu trinken haben? Ja. Was möchtest du? Was zu trinken, ein Gläschen. Ja. So, ist egal, was du trinkst. Was ihr auch habt. Ja. Ganz egal. Also Weißwein, Korn, Bier, wir können dir alles trinken. Wasser vielleicht oder Champagner. Alles egal. Ja. Ist dir egal, was du trinkst. Ist egal, ja. Hauptsache nicht so viel, so vielleicht ein kleines Schlückchen. Ja. Muss noch Auto fahren. Jo, okay, Helge. Dann werden wir dir sicher gleich was bringen. Ist ja egal, was du trinkst, nicht? Ja. Hauptsache, ihr bringt mir das, oder ich weiß ja nicht, wer ist die nette Frau. Die kommt sicher gleich. Höchstwahrscheinlich versucht man sie jetzt irgendwie psychologisch vorzubereiten, dass sie das Tablett nicht fallen lässt. Verstehst du, ja? Ich meine, unser Playboy-Bunny kann auch blind auf die Bühne gehen. Vielleicht kriegt sie eine Augenklappe und so. Und dann stellt sie dir jedes Getränk hin, was du haben möchtest, Helge. Schön. Ja. Wo kommst du her, Helge? Jetzt? Ja, überhaupt? Jetzt. Jetzt? Hier. Ich habe hinten gewartet, bis die Sendung fast vorbei ist. Ja. Jetzt bin ich hier. Ja, aber eigentlich komme ich aus meiner Heimatstadt. Mhm. Ja. Oh, danke. Ja. Wo wohnst du, Helge? In seiner Heimatstadt. Aber ja, ich kann ihn aber verraten gerne. Verratest du gerne? Ja, im Ruhrgebiet, in Mülheim, eine kleine Stadt. Mülheim? Mülheim, ja, so ähnlich. Mülheim, ohne H. Aber die meisten haben ja die Ruhr da, ne? Bitte? Ja, richtig. Hältst du noch so lange durch? Ja, ich habe im Moment ja auch nicht die Ruhr, weil ich bin ja hier. Ja. Weißt du denn, kennst du denn, wo wir gerade, warum die Chinesen alle in Winsen wohnen? Warum die Chinesen alle in Winsen wohnen? Nee, weil die ihre Lua haben wollen. Winsen an der Lua, Mann. Da kommt Marine Scharell her übrigens aus Winsen an der Lua. Die Schwester von Rudi Scharell. Scharell Gott kennst du doch. Die Prager Erna Sack. Ja. Du singst Titel, Helge, nicht? Ja, selbstverständlich. Was sind denn so deine Lieder, die du singst? Ja, so, ich besinge so bestimmte Situationen. Welche Situationen? Auch die, von denen wir gerade gesprochen haben? Was war das denn? Ich weiß es nicht. Erste Mal. Ja, sowas zum Beispiel. Was habe ich denn da? Nein, davon singe ich eigentlich. Ich singe eigentlich mehr von, wie das schon passiert ist und dann die Beziehung ein Ende nimmt und dann, mehr von Trauer und Leid. Aber ich habe auch lustige Lieder dabei, auch Pubertätslieder habe ich auch dabei, aber auch Lieder, die viel Geld einbringen. Für wen? Weiß ich nicht. Hast du einen Hit? Ich habe mehrere Hits. Ich habe jetzt wieder einen neuen Hit. Der wird noch zum Hit. Der ist unser Superhit. Es handelt von einem Mann, der an der Ampel steht. Und da kommt, sagen wir mal, eine Frau und er findet sie ganz gut, so nett und so. Ja, an der Ampel. Und er wartet extra bei Grün und geht gar nicht rüber und die kommt dann. Und dann fragt er sie nach der Uhrzeit. Und sie wird dann rot und will sich losreißen und dann hält er sie fest und sagt irgendwie sowas wie zum Beispiel, sie soll sich nicht schämen. Und dann reißt sie sich aber doch los und dann auf einmal wird wieder die Ampel grün und da kommt noch eine. Kommt die nächste
und er fragt die dann nach der Uhrzeit und sie wird rot, senkt ihren Blick und will weitergehen, doch er hält sich fest in seinem Arm und gibt ihr zu verstehen, Mädchen, schäm dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht, ladi, ladi, ho und so weiter. Und das kann man bis zum langen, sehr gutes Lied, ein hervorragendes Lied. Du hast ja im Grunde schon alles verraten, nicht so? Ja. Ist es nicht besser, wenn man das Lied gar nicht singt, sondern erzählt, so wie gerade? So? Das ist ganz egal, ob man ein Lied erzählt oder singt oder malt. Ich glaube, das ist heutzutage ganz egal geworden. Schön. Du bist irgendwie schon so drüber, kann man sagen, nicht? Ja. Bist du satt, kann man sagen? Ja, nicht, ja doch, eigentlich ja, vielleicht später nochmal, aber jetzt bin ich. Ich habe eben Heringe gegessen. Und nein, satt meine ich. Nein. Ich bin, ja, ach so, du meinst so, hier, ja, ja hier, ja. Hier oben, ja. Ja, ja. Satt. Ja. Ja, ich bin manchmal satt, aber ich finde immer neue Wege, der Sattheit zu entgehen. Und es gibt doch noch andere Sachen und da kann man sich irgendwie nicht genug dran satt essen. Satt merken und es gibt immer wieder was Neues, sei es jetzt das eine oder das andere. Du hättest in die Politik gehen können. Da können wir noch solche Phrasendrescher gebrauchen. Du kannst wirklich, du unterhältst die Leute, indem du nichts sagst, gar nicht. Ja, ja, ja. Außer, dass du aus so einem Heim, so einem Müllheim kommst. Ja, genau. Den Leuten irgendwelche Lieder erzählst, weiß keine Sau was von dir jetzt wirklich. Und ich wollte dich groß rausbringen, hat wieder nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ja. Ja. Will man machen, ne? Ja. Ja. Schade. Für wen? Für dich. Du könntest jetzt nochmal, ich gebe dir nochmal die Möglichkeit, in einigen Minuten von dir zu reden, zu werben, was du machst und deine Infomappe oder Handzettel. Ja, ach so. Ja, du könntest jetzt wirklich sagen, ich heiße Helge Schneider. Ja, nein, doch, ja. Das stimmt. Werbung vielleicht auch, kann ich das hier machen? Ja, kannst du machen, voll, wir sind ja... Kaufen Sie Helge Schneider. er ist gut. Lecker? Nee. Also, ja, gehen Sie zu meinen Konzerten, bitte. Du, da fallen etliche drauf rein. Das sag ich. Ist ja schon, sieht doch schon. Ja, ist ja schon passiert. Da müssen nicht immer alle kommen. Sag mal, Susi, hättest du gedacht, dass zu unserer Zeit damals solche Leute eine Chance haben im Showgeschäft? Nee, das hätte ich nicht gedacht, aber es scheint zu wirken. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ich habe was denn? Sie hätte nicht gedacht. Sie hätte nicht gedacht, hat sie nicht dran gedacht. Stehst du? Muss aufpassen, ja, dass so. Deine Haare nicht verbrennen. Die waren sehr. Die waren wohl deshalb, ziemlich teuer, ne? Deshalb hab ich ja die kurzen Haare. Hast du ihn? Hast du dich verbrannt beim Zigarettenanmachen? Ja. Bist du schon mal mit Herrn Bunsen über den Brenner gefahren? Ja. War doch witzig, ne? Ja. Stimmt gar nicht, ne? Ja. Ich finde das toll, dass alle Leute langsam eine Chance haben im deutschen Showbusiness und das gibt mir auch Mut, jetzt gleich einen Titel zu singen. Es ist dann immer schön, Abschied zu finden für heute, weder wenn die Musik ausklingt, der Abend geht zur Neige und ich wollte eigentlich einen von euch beiden bitten, einen Wettbewerb ausschreiben, wer so nett ist und meinen Titel ansagt. Würdest du es freiwillig machen oder du? Ich oder du vielleicht? Freiwillig machen. Wir können es vielleicht auch gemeinsam tun. Welcher Titel? Mein aktueller Titel. Ich gehe in die Showdeko rüber und singe einen Titel. Du bekommst dann die Kamera, die kannst du auch nachher mitnehmen. Ja? Und sagst mich an mit Stefan Remmler zusammen. Ja? Der neue Titel, bedankst dich bei Karl, dass er hier sein durfte. Bei Susi Müller, bei dir selbst und bei Stefan. Dann sagst du meinen neuen Titel Good Luck an mit. Good Luck. Ja. In Englisch. Good luck. Ja. Ist von der Farbenindustrie gesponsert. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Und dann könnt ihr beiden in diese Kamera, dann kann ich rübergehen und den Titel an, dann kann ich mich auf meinen Text konzentrieren. Ja, wir bleiben aber sitzen. Ja. Ja, jetzt, liebe Freundinnen und Freunde hier im Fernsehen,
kommt jemand, der vorher schon hier gesessen hat. Und es ist keine Überraschung, wenn ich sage, es ist Karl Dall selbst. Und er singt seine neue super Produktion. Gut Luck. Viel Glück.